Die letzten 3 Jahre waren intensiv und es gab natürlich einige Highlights. Für mich ist dann schon das Highlight, dass am Ende wirklich alle sich zusammengerauft haben und ganz viel Herzblut auch investiert haben, dass wir heute jetzt fertig sind mit allem. Zwischenzeitlich war ich mir nicht so sicher, dass wir das auf heute alles fertig schaffen. Also beim Georg haben wir auf den 01.01.2023 eine neue Bewertung eingeführt, die direkte CO2-Emissionen. Diese bildet eben die CO2-Emissionen im Gebäude, die von der Verbrennung vor allem von Öl und Gas verursacht werden. Also es spricht eine Bewertung, die die klimapolitischen Ziele der Schweiz abbildet. Die Ziele der Standardanpassung 2023 sind einerseits die Ausnutzung des solaren Potenzials am Gebäude. Zweitens sollen Minigigebäude so gebaut werden, dass sie in der Stellung möglichst wenig Treibhausgasemissionen emittieren. Drittens sollen sie gewappnet sein für zukünftige Hitzetage, das heißt, der sommerliche Wärmeschutz wird verschärft. Und viertens soll der fossilfreie Betrieb noch effizienter werden. Was war die größte Herausforderung für für das SNBS Areal und den SNBS Hochbau? Das war, dass wir eben uns abstimmen konnten mit den anderen Labels, dass der Standard einfacher zugänglich ist und dadurch auch breiter angewendet wird. Und wir hatten 50 Personen pro Standard, die daran gearbeitet haben, sehr viele Expertinnen und Experten. Und diese zu koordinieren, das große Ganze nicht aus dem Fokus zu kriegen, das war sehr herausfordernd. Danke auch an alle Expertinnen und Experten an dieser Stelle. Ich denke, Labels können einen großen Beitrag leisten, genau eben dann, wenn es eine große Vielfalt von Lösungen gibt. Also wenn man sich so überlegt, wenn man in den Laden geht und es gibt ganz verschiedene Äpfel und irgendwie man weiß nicht so recht, welches ist meiner oder wo kommt der her, ist der biologisch produziert und so weiter, wie schmeckt der, dann brauche ich irgendeinen Kleber drauf, ich brauche ein Label. Und im Bauen haben wir auch inzwischen eine ganz große Vielfalt an Bauweisen, an Technologien und diese Label, die geben eben Halt, die geben Orientierung. Ich denke, das wird jetzt noch zunehmen, die Bedeutung der Label.